Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stonehearth. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, unsere Leute gehen gerade schlafen, zumindest die allermeisten. Einige sitzen noch am Lagerfeuer. Ich glaube, dass die Heilung nur nachts stattfinden kann. Von daher ist das genau der richtige Zeitpunkt. Schaut mal. Der geht nämlich jetzt hier ins Bett, der Soldat. Und dann... Ah, und dann da kommt der Kräuterkundige. Und kümmert sich um den Soldaten. Seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Es funktioniert also. Alles super. Müssen wir uns keine Gedanken machen. Man muss halt nur Geduld haben. Das wird nachts gemacht, offensichtlich. So, der Kollege ist hier gerade reingelaufen. Da wird ja noch die Werkbank verstellt. Der hat hier sein Zimmerchen. Und ja, ich denke mal, es wird Zeit für... Ja, was machen wir denn in dieser Folge? Wir könnten ja mal schauen, was wir brauchen, um eine Stadt, eine vollwertige Stadt, Urkunde zu bekommen. Wir haben ja hier drei Möglichkeiten. Wir müssen eins von diesen Dingern hier bauen. Entweder Sitz Valor, Church of Plenty oder Crafter's Approval. Und wenn ich mir mal anschaue hier, das sind eben drei Statuen und ein bestimmter Nettowert. Am nächsten sind wir sicherlich hier dran, aber ich glaube, dass diese Statue nicht so einfach ist. Und wir gucken einfach mal nach. Wo ist das hier? Im Baumenü beim Steinmetz auf jeden Fall. Da haben wir die Möglichkeit, die Statuen zu bauen. Die dritte können wir noch nicht mal bauen. Dafür brauchen wir nämlich einen Steinmetz Stufe 4. Aber hier sind die anderen beiden. Fountain of Plenty und The Valor of Sid. Und da ist das Daily Update. Gucken wir gleich rein. Hierfür brauchen wir zwei Varanos heute. Und einen Varanos haben wir schon getötet. Die Haut lag doch hier draußen. Die liegt auch immer noch da. Die ist noch nicht reingeholt worden. Wahrscheinlich, weil wir keine Lagerkapazitäten mehr haben. Dann brauchen wir zwei Goblin-Ehren. Token, eins haben wir schon und wir brauchen zwei Steine. Also das hier scheint mir relativ greifbar zu sein, relativ einfach zu bewältigen. Das hier ist ein bisschen schwieriger, das ist Fountain of Plenty, da brauchen wir nämlich auch zwei Steine, das hört sich erstmal wenig an. Zwei Goldbarren, das kriegen wir wahrscheinlich auch noch relativ einfach hin. Und dann diese Food Donation Box und die wird nämlich beim Koch hergestellt, meine ich. Da gehe ich jetzt mal kurz hin. Food Donation Box... Da ist sie. Und schau mal, dafür brauchen wir nämlich ein Puyo-Pot-Kuchen, zwei Bauernbrote, ein geröstetes Rippchen, sage ich jetzt einfach mal, und ein Korb voller Korn. Das ist einfach. Aber die anderen Sachen hier, da brauchen wir zweimal Mehl, das kriegen wir auch noch hin. Wo ist denn das andere? Da sind die Rippchen. Da brauchen wir rohes Fleisch erstmal für. Dafür brauchen wir wiederum einen Hirten, der die Tiere überhaupt zusammentragen kann und so weiter und so fort. Und was war noch gefragt? Gucken wir nochmal eben schnell. Hier, der Kuchen, der Puyo Pot Pie, der ist hier. Und da geht es nämlich weiter. Da brauchen wir nämlich Puyo Fleisch. Das ist relativ einfach. Und auch nochmal Mehl. Ganz ehrlich, ich glaube, mir wäre es am liebsten, wenn wir uns auf diese Statue hier konzentrieren. Nein, auf diese. Weil, wie gesagt, also einmal Varanus Skin oder Haut liegt halt eben schon da unten. Goblin Token haben wir auch schon einen. Da müssen wir einfach nur warten, bis wir überfallen werden, die Sachen abgraben und dann können wir diese Statue bauen. Es hört sich relativ einfach an. Ich denke mal, das machen wir. Das war Valor of Sid und da schaue ich jetzt nochmal nach. Sid's Valor da, 4000 netto wert. Also auch noch das, wo wir am nächsten dran sind. Von daher gehen wir auf jeden Fall auf diesen Weg. So, Tagesupdate. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir kriegen einen neuen Hearthling, Twila Oppen. Da ist sie schon. Schauen wir doch mal, was sie für einen. Hier liegt auch das ganze getrocknete Fleisch übrigens rum, weil wir kein Lager mehr haben. Das muss ich gleich unbedingt angehen. Sehr ausgeglichen. 3 Mind, 4 Body, 4 Spirit. Im Grunde also Multitalent. Wir lassen es natürlich erstmal bei Worker und werden jetzt unser Lager aufstocken. Wir müssen. Den haben wir doch schon umgesetzt. Genau, der soll da hinten hingebracht werden. Warum macht das eigentlich keiner? Warum sitzen die jetzt hier eigentlich alle rum? Oh nein, 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 das habe ich denn jetzt getan. Ach, das war jetzt blöd. Okay, also der will... ich habe dummerweise ein Angebot eines Händlers angenommen. Das ist so ein Angebot nach dem Motto, hier, mach mir das fertig und dann kriegst du in 3 Tagen, wenn ich zurückkomme, halt das dafür. Der gibt uns jetzt 7 Stoffballen für 5 Pharmahaken.
Das ist kein so super guter Handel, aber naja, wir haben eine Pharmahacke. 5 will er haben. Stelle ich nochmal 5 her, weil ich möchte eine im Lager behalten. Das mache ich jetzt mal eben. Ja, das ist das ganze Holz weg. Naja, egal. Wir müssen eh neue Bäume fällen, von daher ist das nicht so schlimm. Oh, außerdem kriegt der Schreiner was zu tun. So, warum steht ihr hier alle rum? Keiner macht was. Was ist da los? Dieses Gebäude ist doch fertig, oder? Das gilt doch als abgeschlossen. Schauen wir mal eben. Oh nein. Es ist kein Holzschild hergestellt worden. Da frage ich mich, warum. Das macht doch der Schreiner eigentlich. Wo ist der Schreiner? Ein ganz normales Wooden Wall Sign. Da ist es. Einmal herstellen, bitte. Müssen wir vorziehen. Und was fehlte noch? Na, die Werkstatt. Ich kann es nicht mehr bearbeiten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das mit der Werkstatt können wir ja... Können wir rückgängig machen, indem wir einfach... Halt, stopp. Pause, continue, so. Und jetzt muss ich nur da draufklicken. Ah, ne, jetzt geht das nicht mehr, tatsächlich. Weil ich das platziert habe, als das Häuschen voll war. Jetzt muss auch einer kommen und das machen. Wenn ich das jetzt hier andeploye, dann wird es ins Lager gestellt. Vielleicht trägt's dann... Jawohl, dann trägt's nämlich jemand dahin. Alles klar. Dann hat das mit dem Move nicht funktioniert, weil das hier noch ein Blueprint war. Sehr schön. So, und das... Da ist auch noch ein Gerüst, ne? Das ist noch hier für das Sign. So, jetzt kommt das Holzschild dran. Und dann ist nämlich auch fertig. So, die Leute können rein und rauslaufen. Das war mir noch wichtig zu sehen. Dass das da nicht blockiert. Da ist das Schild. Ich werde mal schnell noch ein paar Bäume fällen. Und zwar da hinten. Da den einen. Hier die Tanne. Oh, was ist... Oh, stopp, stopp, stopp. Was ist das denn? Halt, stopp. Halt, stopp, stopp, stopp. Cancel. Pause. Das bitte nicht machen. Was ist denn das bitte hier? Habt ihr den gesehen? Schaut mal. Ein riesiger Zombie. Oh, fasst nicht den Schatz des Meisters an. Na super. Der steht da rum. Also dann lasse ich den Baum aber auch in Ruhe. Das ist ja viel zu gefährlich. Ich weiß gar nicht. Den habe ich gar nicht gesehen. Seit wann steht er denn schon da? Dann holen wir uns die Bäume eher so aus diesem Bereich. Kann man das hier noch wegnehmen? Das steht direkt am Haus dran. Hier die Tanne noch weg und fertig. Dann soll es erstmal reichen. Das ist ja ein Ding mit dem Riesenzombie da. Das habe ich noch nie gesehen. Gut. Lassen wir die Zeit mal weiterlaufen. Das ist ja nun wirklich eine Sache. Ich stelle auch mal eben diese Lampe her. Ich glaube, dass die dann auch platziert wird. Eigentlich, genau. Also normalerweise sollte es automatisch passieren, aber irgendwas scheint gerade zu hängen dabei. Und das ist so ein bisschen das Problem, was auch schon in den früheren Alpha-Versionen war, dass gewisse Aufträge plötzlich nicht mehr ausgeführt werden. Und das ist natürlich ein Riesenproblem in einem Spiel wie diesem, weil das dazu führt, dass das nicht mehr weiterspielbar ist. Wenn wir hier an so einen Punkt kommen sollten, dann wäre das Let's Play für mich auch dann zu Ende. Ich muss mir mal kurz merken, was hier an ist, nämlich die obere Reihe und die untere. Dann löschen wir das nämlich einmal und legen es neu an und machen es ein bisschen größer. So. Damit wir wieder ein bisschen mehr einlagern können. Und das gleiche machen wir auch hier. Da sind nur die beiden rohen Futteralien drin.
So. Einfach damit wir ein bisschen mehr Platz haben, weil das mit dem Lagerhaus, das wird jetzt nämlich noch nichts. So, das hier haben wir ja brach liegen lassen, da passiert erstmal gar nichts mehr. Holz wird reingetragen, habe ich schon gesehen, das heißt, da müsste schon wieder was in diese Kiste gebracht worden sein. 7, ja 8 von 32 sich gerade, gut, da kommt allemal was rein. Das funktioniert also und dann werde ich nämlich einen kleinen Weg bauen. Das kostet nur einen Stein und das haben wir locker. Neues Gebäude. Genau, die Straße. Und die ziehen wir hier weiter. Okay. Fertig. Ja, kostet zwei Steine. Dummerweise haben wir die nicht mal mehr. Das heißt, wir müssen auch nochmal in die Mine rein. Und apropos Mine, da gibt es noch einen wichtigen Punkt. In Minen können nämlich Gegner spawnen. Das heißt, wir müssen diese Mine absichern. Und das ist nicht so leicht. Lass mich mal kurz eben erstmal ausgraben. Machen wir nämlich einfach noch ein paar Tunnel hier rein. Machen wir hier noch eine Kammer drüber. So, und dann in diese Richtung auch nochmal eine Kammer. Einfach nur für Stein erstmal. Und damit wir den Mineneingang verschließen, können wir nämlich beim Steinmetz was bauen lassen. Da gibt es hier nämlich da. Steintunneltür. Nützlich, um Minentunnel abzusiegeln, zu verriegeln. Das heißt, werden wir auf jeden Fall eine von bauen. Jetzt, wo Stein wieder reinkommt, werden auch die Aufträge wieder erfüllt. Und wir können die Zäune ja eigentlich mal platzieren, weil die schützen ja vor Angriffen. Machen wir hier das Eck mal zu. Gehen wir hier in den Platzierer. Zack. Und 8 Stück. Das ist natürlich nicht viel. Aber immerhin, ne? Zwei, drei, vier. Ach, sieht man ja nichts hier. 5, 6, 7. Jetzt muss ich gucken, wo ist der andere Zaun? Na, ein Stückchen ist es noch. Dann machen wir hier einfach noch die 8 und fertig. Okay. Und dann platzieren wir hier nämlich genau jetzt noch ein Türchen. Das passt nämlich ganz hervorragend mit der Tür hier überein, also mit dem Weg überein. Dann können wir nämlich in die Richtung auch noch raus. Und der Rest ist erstmal zu. Da ist jetzt ein Ausrufezeichen dran. Seht ihr das hier? Da fehlt irgendwas. Das wird der Weg sein. Ja, weil da noch Stein fehlt. Müssen wir uns keine Sorgen machen. Das wird noch abgebaut. Aber hier, dieser riesen Zombie, der macht mir ja schon ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, wie gefährlich diese großen Dinger sind. Frage mich, ob man da mal einen Angriff wagen sollte. Ist natürlich schon ein bisschen Risiko. Ich meine, unsere Tapperin, die läuft ja hier schon relativ lange auch die ganzen Fallen ab. Von daher gehe ich mal davon aus, ist es ungefährlich, oder? Also, ich weiß nicht. Ah, wir müssen dringend die Fälle verarbeiten. Ganz dringend. Also, wo sind hier unsere Schneider? Dafür müssen wir das zuerst verarbeiten. Dafür brauchen wir mehr davon. Nee, wir brauchen... Nee, dafür brauchen wir diese hier. Also wir brauchen den Faden für das Leder. Und Faden können wir relativ viele herstellen. Dann machen wir das mal zuerst. 20 Stück. Obwohl, ich mach mal 24. So. Und dann können wir 4 Stück machen nur. Das ist nicht viel. Wir brauchen einfach viel mehr davon. Und dafür müssen wir viel mehr von diesem Dings hier haben. Was ist denn das bloß nochmal? Irgendeine Pflanze auf jeden Fall. Ist das egal? Das können, glaube ich, mehrere Pflanzen sein, wie es aussieht. Die bauen wir ja hier an.
Gucken wir uns direkt mal an. Silkweed. Silkweed haben wir hier und das ist... Brightbellflower, genau. Also das hier haben wir für die Heilung. Und das Silkweed benutzen wir zum Herstellen der, ja, des Stoffs. Ich würde mal sagen, wir lassen das mal brach liegen und nutzen mal eins der anderen Felder, um ein bisschen mehr von dem Stoff zu kriegen. Ein bisschen mehr Silkweed. Eigentlich können wir das sogar löschen. Und das auch. Und dann baue ich nämlich hier ein neues Feld dran. Das macht meiner Meinung nach ein bisschen mehr Sinn. So. Beide Kräuter jeweils einmal. Diese beiden würde ich löschen und nach rechts verfrachten. Gehen die ganzen Pflanzen jetzt verloren, weiß ich wohl. Brauchen wir aber im Moment auch nicht. Brach liegen lassen und das Tagesupdate. Ich glaube, da werden wir keine Chance haben. Wir haben noch keinen Farmer Stufe 5. Sonst könnten wir nämlich schon Bäume, Baumsetzlinge machen. Wir lassen es auch erstmal brach liegen. Genau. So, okay, das reicht. Haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz zum Lagern. Unseren Soldaten geht's gut, das finde ich super. Die Lampe ist auch gebaut. Das heißt, dieses Gebäude müsste jetzt eigentlich als fertig sein. Genau. Wunderbar, das ist gut. Und jetzt gucken wir uns das Tagesupdate an. Nein, da sind wir weit entfernt von. Ja, wir könnten natürlich noch ein Gebäude bauen. Generell müssen wir das sowieso machen, weil wir haben ja hier diese Shared Sleeping Quarters, also die Quartiere, wo vier Betten drin sind. Ich denke mal, so Tiny Cottages können wir ein paar bauen. Einfach um unseren Dörflingen, um unseren Hearthlingen einen Wohnraum zu bieten. Jetzt erstmal das Zeug hier ausschalten. So, und dann würde ich sagen, setzen wir hier einfach mal so ein Häuschen hin. Mitten rein. Ja, und loslegen. Jawohl. Und wir machen noch eins. Ich bin eigentlich gegenquadratisch praktisch gut. Von daher würde ich es mal hier hinten reinsetzen. So. Und dann können da auf jeden Fall schon mal zwei Siedler einziehen. Und das erhöht natürlich auch den Nettowert. Und das ist eben ganz wichtig dabei. Und man muss ja nun nicht jedes Haus mit dem Editor bauen. Da sind ja schon ganz viele schöne fertige Häuser bei. Oh, schön. Boden ist schon ausgehoben, aber sonst nichts. Wir haben neue Steinmauern. Direkt mal platzieren. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Auch wieder 8, okay. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe gesagt, dass 8 im Lager vorgehalten werden sollen. Darum stehen, liegen da immer 8. Na, sieht doch schon ganz nett aus, oder? Also der Zombie hat bisher unsere Kolonisten in Ruhe gelassen. Ich glaube, wir sind relativ sicher. Ich sage das mal so in Anführungsstrichen relativ. Von daher immer wachsam bleiben. Und so, jetzt sind die Haken fertig. 5 Stück, da ist die 6. die wir übrig behalten. Das heißt, wenn der Händler kommt, kriegen wir auf jeden Fall Bolt of Clothes. Also diese hier. Nee, das sind Bandagen. Wir haben gerade gar keine. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich überlege gerade über einen dritten Soldaten. Wäre, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Und eine Rampe. Ich möchte ja noch eine Rampe hier in die zweite Ebene bauen, weil wir hier auch noch schön Häusle bauen können. Die werde ich wahrscheinlich hier machen. Das heißt, die zwei Bäume können auf jeden Fall schon mal weg für Holz. Ja.
Und unser Schneider ist Stufe 3. Sehr schön. Könnten dann ja mal schauen, was er jetzt Neues herstellen kann. So, jetzt passiert etwas. Das ist für meinen Geschmack ein bisschen früh noch, aber gut. Ein Goblin mit einem lustigen Hut kommt in das Dorf gelaufen. Ja, du hast Vorräte. Die nehmen wir. Wir sind gut. Haben wir einen Deal? Die wollen jetzt haben von uns 8 Wandlaternen, 2 Pilze und 20 Holz. Das können wir jetzt annehmen. Dann lassen die uns ein bisschen in Ruhe. Die kommen aber dann ständig wieder und fordern neu. Oder wir können sagen, nö. Und das Blöde ist, 20 Holz, das tut schon ganz schön weh jetzt. Ich muss das mal kurz anschauen, wie viel wir denn haben. Wenn wir überhaupt gerade was haben. Das haben wir nicht mal. Wir haben gar kein Eichenholz da. Ich kann das nur ablehnen. Nein, 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 du hättest ja antworten müssen. Ja, okay. Das bedeutet, Goblins werden kommen. Das heißt, die Frage nach dem dritten Soldat, die stellt sich jetzt gar nicht mehr. Das ist Pflicht. Wir müssen gucken, wer von unseren Arbeitern noch einen relativ hohen Bodywert hat. Am besten natürlich einen. Ja, wir haben nur 3 Worker und einen davon muss ich jetzt nehmen. Ich werde Twila nehmen. Ah, und wir haben kein Trainingsschwert. Ohne Trainingsschwert Schwert wird das nichts. Müssen wir also erst herstellen. Leider können die sich jetzt auch nicht irgendwelche besseren Waffen nehmen, selbst wenn sie da wären, haben wir aber auch nicht. Sondern die müssen wieder mit dem Trainingsschwert anfangen. Das ist ein bisschen schade. Stellen wir schnell eins her. Beim Schreiner. Und ja, da sollte auch immer eins von dem Inventar bleiben, deswegen mache ich da mal eine 1 vor. Dann sehe ich gerade, wir könnten auch schon einen Bogen herstellen. Dazu gleich noch mehr. Und wir müssen sowieso noch ein paar Sachen herstellen, weil ich muss irgendwann hier den Schafhirtenstab herstellen. Das wird eigentlich auch langsam Zeit. Von daher schaue ich mal kurz, was wir vielleicht bauen könnten, um den Handwerker noch ein bisschen hochzutreiben. Eine große Kiste wäre natürlich schön, da haben wir nur kein Leder für. Wir machen einfach noch 2 Kisten erstmal. In der Hoffnung, dass der Handwerker langsam aufsteigt. Tja, und dann müssen wir jetzt wirklich aufpassen, weil es werden, wie gesagt, Goblins kommen und uns angreifen. Die Mauer schnell fertig zu bekommen, ist eine Möglichkeit. Das schützt ein bisschen. Und es sind schon wieder ein paar Fragmente, also ein paar Teile fertig. 7 Stück. Da wollen wir die doch mal platzieren. 1, 2, 3. Oh, jetzt kommt das Speichern dazwischen. 3, 4, 5, 6, 7. Das war's schon wieder. Ah, 8. Okay. Schnell einmauern. Ich hoffe, dass die hier nicht vorbeikommen. Ich glaube nicht. Und ich hoffe, dass... Okay, da kommen sie schon. Pause. Und ich hoffe, dass das hier auch als dicht gilt. So, also Einwanderer. Ach, Einwanderer. Warum sage ich immer Einwanderer? Weil das englische Wort Invader heißt. Da kommen sie. Ah nee, das sind gar nicht die Goblins. Das ist noch ein Varanus. Und das ist insofern gut. So, den greifen wir direkt an, weil den brauchen wir sowieso noch. Ah, und jetzt kommen die Goblins. Nein! Okay, da müssen wir... Alle in die Stadtmitte. Goblins kommen nämlich auch. Von wo kommen die Goblins? Auch von da. Nein, schaut mal. 4 Goblins. Oh, mach doch den Varanus platt, bitte. Wie viel Lebensenergie hat er denn noch? Ah, man sieht es nicht wegen des Baumes. Doch da. Okay, fertig. Jetzt schnell die Goblins. Obwohl, das müssten sie eigentlich von selbst machen. Die klauen jetzt hier Sachen.
könntest du natürlich auch mit den Sachen abziehen lassen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wo sind denn jetzt die... Ah, da ist auch noch ein Goblin. Okay. Ja gut, dann wird's ja auch Zeit. Also, läuft. Okay, jetzt greifen sie die Goblins an, die hier mit den Sachen davonlaufen. Das ist im Grunde nur so ein bisschen Fleisch und so. Das, wenn die jetzt damit wegrennen, wäre nicht mal das Schlimmste. Ich meine, muss natürlich nicht sein. Aber es wäre kein Riesendrama. Also irgendwo in diese Richtung ist auf jeden Fall das Dorf. Ah, da hinten ist es ja, schaut mal. Hier ist das Goblin-Dorf. Da haben sich die Goblins breit gemacht. Da ist der Häuptling. Chieftain Ulgi the Horan. Und ja, so ein paar Soldaten hat er schon dabei. Drei, wenn ich das richtig zähle. Und noch zwei von diesen, ja, Dieben. Ich muss jetzt aufpassen, dass unsere Soldaten nicht in das Dorf rennen. Das wäre nämlich fatal. Von daher würde ich mal sagen, aufhören. Nicht mehr weiterkämpfen. Könnt die anderen Bewohner schon mal weitermachen lassen. Stopp! Nein, 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 hört auf! Geht dahin. So, geht dahin. Ich möchte nicht, dass sie ins Dorf laufen, weil das wäre mit Sicherheit ihr Tod. Ja, und wir haben die Mauer auf der falschen Seite gebaut. Wo ist denn der Zombie? Ist der Zombie weg? Ich glaube, der große Zombie ist weg. Das heißt, wir könnten uns die Kiste holen, glaube ich. Nein, die rennen da wieder hinterher. Was soll das? So. Verteidigen. Das Dorf. So. Puh, alles gut gegangen. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Aber was ich sagen wollte, wir haben die Mauer auf der falschen Seite gebaut. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal eine Mauer ziehen. Ich denke mal hier. Guck mal, da kommt einer wieder. Und schnappt sich noch wahrscheinlich das Zeug, was hier liegt. Ist jetzt nicht wahr, oder? Der kommt nicht nochmal zurück. Doch, tatsächlich. Ah, Goblin Under Token. Honor Token. Sehr gut, das ist dann der zweite. Den brauchen wir sowieso. Und die zweite Varanus-Haut. Die liegt auch hier irgendwo. Die wird auch noch eingesammelt werden. Und dann können wir nämlich, wenn ich mich nicht irre, diesen Brunnen bauen, den wir dringend brauchen. Und das wäre eine feine Sache. Das wäre definitiv eine feine Sache. Tja, ist die Frage, wo die Mauer hinbauen. Wisst ihr was, ich baue die hier ganz knapp hin, weil wir werden hier unten auf die zweite Ebene gehen. Da sind wir dann erstmal sicher, hoffe ich. Also eins, wie gesagt, ich hoffe, dass das dicht ist, wenn man da so dicht dran baut. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht, okay. So, an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn du magst. Und bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag. Dein Dr. Wolfsherz. Ciao.